Seit Menschengedenken bedeutete die Weser etwas Trennendes. Eine natürliche Grenze, die es für die Bewohner auf beiden Seiten der Ufer zu überwinden galt. Zunächst mit Schiffen und dann auch mit Fähren war die Überquerung bei Wind und Wetter, Hochwasser und sogar Eisgang oftmals beschwerlich und sogar gefährlich. Im Jahre 1864 wurde mit dem Bau einer Kettenbrücke ein direkter Zugang zum Bahnhof für den Werksverkehr der auf Barkhauser Gebiet betriebenen Eisenhütte, der Friedrichshütte, geschaffen. Größere Lasten und Vieh mussten für längere Zeit mit einer Fähre übergesetzt werden, die in Verlängerung der Barkhauser Fährstraße betrieben wurde. Gesperrt blieb die Brücke zunächst für den Fahrverkehr aller Art und für den Viehtrieb. Bereits 1866 wurde die Brücke für den öffentlichen Fußgängerverkehr freigegeben. Fußgänger hatten eine Gebühr zu entrichten, die zwischen 2 und 6 Pfennig betrug. Als nach dem Ersten Weltkrieg auf dem Gelände der früheren Friedrichshütte die Zementwarenfabrik Porta Westfalica W&A Schwarze betrieben wurde, übernahm diese auch die Kettenbrücke. Mit dem D-Day am 6. Juni 1944, dem Tag der Landung westalliierter Truppen in der Normandie, war eine entscheidende Wende im Zweiten Weltkrieg eingetreten. Nachdem die amerikanischen Truppen die Weser überquert hatten, nahmen sie deutsche Soldaten in Gefangenschaft, die, wie eine nachgestellte Filmszene zeigt, in der Nähe des Bahnhofs Porta abgeführt wurden. Die damals feindlichen Truppen rückten unaufhaltsam vor, überquerten den Rhein und erreichten schließlich die Weser, die sie am 6. April im Bereich Porta Westfalica überquerten. Als die Front der damaligen Feinde immer näher rückte, wurde die für die Verteidigung völlig unwichtige Kettenbrücke am 3. April 1945 von einem deutschen Pionierkommando ebenso so zerstört, wie die weiter nördlich gelegene Eisenbahnbrücke, die sogenannte Grüne Brücke.
In den frühen Morgenstunden des 6. April überquerten amerikanische Truppen südlich der Eisenbahnbrücke mit Sturmbooten die Weser. Eine Zeit lang war es für Deutsche nur möglich, das andere Weserufer gefahrvoll über die gesprengte grüne Brücke zu erreichen. Dann wurde von den Besatzern erlaubt, zu Fuß über die Pontonbrücke zu gehen. Schwere Panzer rollten über die zweite Pontonbrücke zum rechten Weserufer. Im Hintergrund ist die Glasfabrik zu erkennen. Ganz links sieht man die Wohnhäuser der Glasmacherfamilien. Dieser Ortsteil wurde damals Fischerstadt genannt. Die Fähre war die einzige Verbindung zwischen den Weserufern. Der Betrieb musste oftmals bei Hochwasser oder im Winter bei Eisgang eingestellt werden. Etwas später wurde eine Gierseilfähre eingerichtet. Personen, die höchstens ein Fahrrad mitführten, konnten sie benutzen.
Von den zahlreichen Entwürfen entsprach der Entwurf des Stahlbauwerkes Johannes Dornen in Dortmund genau den gestellten Anforderungen. Am 1. August 1951 hatten die Arbeiten zum Bau der zweiten Brücke über die Weser in der Porta Westfalica begonnen. Der Baukörper würde aber statt der bisher allgemein üblichen Längsträger einen einzigen Hohlkasten als tragendes Glied haben. Neunzig Jahre nach dem Bau der alten Kettenbrücke konnte eine neue, größere Brücke am 29. Mai 1954 dem Verkehr übergeben werden. Glück auf für die Brücke! Glück auf für das Land und das einige Deutschland in einem friedlichen Europa. Mit diesen Worten schloss Dr. Sträter, Verkehrsminister des Landes Nordrhein-Westfalen, seine Ansprache zur Freigabe der Brücke. Nach der Einweihung der dritten Weserbrücke im Jahre 1995 wurde die stählerne Historie, wie die Presse berichtete, im Folgejahr abgerissen. Die Brücke ist Teil der B61 neu, zu der die sogenannte Birne in Minden gehört, die im folgenden Jahr fertiggestellt werden sollte. Es ist eine Stahlverbundkonstruktion mit zwei getrennten Stahlhohlkästen und quer vorgespannter Stahlbetonplatte. Etwa zwei, drei Viertel Jahre haben die Arbeiten an der Brücke und ihren Anschlussstellen gedauert. Sie begannen im Frühjahr 1993. Rund 1000 Schaulustige verfolgten das Durchschneiden des Absperrbandes, das von Portas Bürgermeister Heinrich Schäfer vorgenommen wurde und mitten auf der Brücke stattfand. Die Kosten allein für die Brücke beliefen sich auf 33 Millionen Mark. Das gesamte Projekt kostete 70 Millionen Mark. Als 1936 die Klöckner-Werke die 1866 eingestellte Förderung von Herferstädter Erz wieder aufgenommen hatten, wurde für den Abtransport eine Eisenbahnbrücke zwischen Barkhausen und Nesen gebaut. Am 3. April 1945 wurde die sogenannte Grüne Brücke von einem Sprengkommando eines Pioniereinsatzbataillons gesprengt, das auf der östlichen Seite einen Brückenpfeiler sprengte, sodass sie noch jahrelang schräg in der Weser lag. Die gesprengte Brücke wurde von der Bevölkerung noch jahrelang als gefährlicher Übergang über die Weser genutzt.
Nachdem die Brücke wieder gehoben wurde, konnte erst 1947 das Erz wieder mit der Bahn abgefahren werden. Für kurze Zeit gab es auch einen Personenverkehr nach Minden. Am 30. Mai 1976 kam schließlich das endgültige Aus für die Strecke. Flüsse sind die Lebensadern der Menschen, so sagt man. Seit jeher siedelte man gern an einem Fluss, der sowohl als Transportweg wie auch für den Fischfang genutzt wurde. Flüsse sind aber auch etwas Trennendes. Was drüben geschieht, bleibt dem Menschen verborgen, solange sie nicht einen Zugang zur anderen Seite finden oder selbst schaffen. Gab es nicht eine Furt, so waren es Boote, die oftmals als Fähren betrieben wurden. Dann folgten Brücken, wie sie auch in vielfältiger Art in der Porta Westfalica gebaut wurden. Eine natürliche Kluft zwischen den Menschen wurde überbrückt. Barkhausen auf dem linken Weser und die unmittelbar gegenüberliegenden Ortsteile Hausberge, Nesen und Lerbeck rückten näher zusammen. Die Brücken bildeten die Grundlage für die gemeinsam mit weiteren Ortsteilen gegründete Stadt Porta Westfalica.